Er ist der Mann der Stunde in der Regionalliga Bayern, der Topstürmer der Liga, trickreich, wendig und mit dem nötigen Riecher vor dem Torgehäuse. Patrick Hasenhüttl soll es auch gegen den VfB Eichstätt mit Trainer Markus Mattes wieder richten. Die erste nennenswerte Torchance gehörte dann auch direkt den Gastgebern von Teguchi in Rot, aber nicht Hasenhüttl, sondern Holz, 10 Minuten auf der Uhr. Viel fehlte dann nicht. Teguchi aber keineswegs total überlegen in dieser Partie. Ganz im Gegenteil, Eichstätt sattelfest in der Abwehr und mit der Riesenmöglichkeit zur Führung. Das gibt's doch nicht. Völlig irre Szene. Das ist keine optische Täuschung. Der Ball ist tatsächlich nicht im Tor. Luschi liegt quer und Zitzelsberger verstolpert komplett. Wahnsinn! Kurz vor der Pause die Heimelf nochmal. Freistoßvariante Rabihic auf Wächter. Der prüft Junghan im Tor des VfB. 0:0 zur Halbzeit, Mattes weiterhin mit guter Laune. Rein in Durchgang 2 mit der nächsten Möglichkeit für die Gäste, die nun immer mutiger wurden. Wolfsteiner zu unplatziert. 69. Minute, nächste Aktion der Eichstätter. Teguchi offensiv quasi nicht mehr zu sehen, denn hinten haben sie genug zu tun. 0:1, was für ein traumhaft schöner Schlenzer von Luschi. Die lang erkämpfte und verdiente Führung, tolle Präzision, tolle Schusstechnik und ein tolles Tor. Die Männer in Rot versuchten sich anschließend natürlich zu wehren, klar, aber ein Durchkommen an diesem Tag bei dieser Defensive nahezu nicht möglich. Die beste Chance dann noch durch Kirsch rund 10 Minuten vor dem Ende. Richtig hektisch wurde es nur noch einmal in der 89. Minute. Wolfsteiner mit einem Blackout auf Höhe der Mittellinie. Unnötig, übermotiviert, völlig misslungenes Timing bei diesem Tackling. Zu Recht der Platz verweist, der am etwas überraschenden Sieg der Eichstätter aber nichts mehr änderte. Ja, es war halt auf keinen Fall erwartet. Mein Türkic hat bisher ihre 5 Heimspiele alle gewonnen. Von daher ist es halt wirklich toll, dass wir das gewinnen konnten und mit einer meiner Meinung nach hervorragende Leistung. Gerade im Defensivbereich haben wir so gut wie nichts zugelassen und das gegen die Power, die sie da haben. Power zeigte der VfB dann auch beim Feiern des Sieges. Teguchi gegen Eichstätt 0:1.